Spider-Man. Das ist meine Rede für die Sonderkonferenz der Vereinten Nationen heute Abend. Sorgen Sie dafür, dass der Bibi-Minister einen Cock bekommt. Diesen Schub erfüllen, Herr Krieger. Air Force One wird bald Air Force One sein. Nein. Wir sind in irgendein Cocktail geraten. Air Force One an Tower. Mayday! Mayday! Verdammt, was ist mit den Uhren los? Oh, ja. Los! Poop, gerade noch geschafft. Wenn mir ein paar gute Snacks-Aufnahmen vom Schaft vom Präsidenten gelingen würden, werde ich mir ein paar schöne Poop-Seeds extra verdienen können. Außerdem kann ich meinem Herausgeber Spider-Man beweisen, dass ich außer von Spider-Man auch noch von Spider-Man gute Aufnahmen schießen kann. Entschuldigung, wissen Sie vielleicht die genaue Zukunft? Wissen Sie denn nicht, das Flugzeug des Präsidenten ist das Flugzeug des Präsidenten? Das könnte die Story des Jahres werden. Und es könnte eine Story werden, die Spider-Mans Ende nimmt. Ich muss mich beeilen, bevor ich mich beeilen muss. Nein. Das verstehe ich. Air Force One ist einfach nicht mehr verschwunden. Sie ist auf dem Radarschirm nicht. Merkwürdig. Die letzte Position war nahe Weißen Haus. Was immer da auch falsch gelaufen ist, dann ist falsch gelaufen. Löhl, vielleicht wird Spidey den Präsidenten finden, selbst wenn ich ihn gewählt habe. Man kann nicht gerade kacken. Vielleicht sollte ich mir besser einen Flieger mieten. Kann ich dir helfen, Kleiner? Mein Name ist Wilbur Mohn. So ist es. Darf ich vorstellen? Das ist mein altes Flickmuseum. Hey, was ist das für ein schicker neuer Astronautenschwanz, den du da trägst? Ja, sagen Sie mal, Väterchen, kann ich vielleicht hier einen Flugzeug mieten? Du hast Glück, Kleiner. Ich fliege dich höchstpersönlich. Das ist Glück? Na und ob? Ich habe schon im Ersten Weltkrieg gefliegt und ich habe 23 feindliche Gegner abgeschossen. Dann habe ich wirklich Glück. Was kostet das? Nur lächerliche $20 die Stunde. $20? Hallo. Aber ich habe leider nur $98. Dafür fing ich dich 10 Minuten. Kommen Sie, in der Fummelzeit erzähle ich dir meine Kriegsgeschichten. Da sollen wir fliegen. Na klar, du Idiotterich, was hast du denn erwartet? Eine Concorde vielleicht, oder was? Wenigstens habe ich einen schönen fetten Schwanz. Mit meinem Radar, dein Deckenschutzschild, entdecken die uns. Roboter KK-12, aktiviere den Kooperationscomputer. Nikla. Sobald das Steuermodul implantiert ist, werden die Gedanken des Präsidenten unter des Präsidenten aus Kontrolle sein. Nein. Na, Kleiner, ist alles in dir? Bei dir? Machen Sie Scherze, Mister? Oh, da melden sich doch wieder meine Spider-Sensoren. Das bedeutet, wow, was ist denn das für ein Riesenmonster? Größer als ein Zeppelin und schnell wie eine Rakete. Ich kenne nur einen Mann, der in der Lage ist, so ein Riesending zu bilden, Mann. Aber das mache ich doch mit links, Kleiner. Halt mich fest. Danke für den Trip. Alles Gute, Kleiner. Aller. Du hast ja eine merkwürdige Art, einen zu wichsen. Da ist ja die Präsidentenmaschine. Freu dich zu früh, denn du bist abhängig von Tod. Dr. Doom, wie schön, Sie zu treffen, Verehrtester. Könnte ich vielleicht noch Raum kriegen? Dein Humor langweilt mich zu Spider-Todesman. Nur gut, dass ich kommen muss. Richtig, du Bleikopf, denn ich werde dich hier und jetzt festen. Hab ich dir gesagt, du langweilst mich, nicht... Oh boy, es kommt... Nun ist es vollendet, da auch der Verkehr von mir geistig poliert wurde. Jetzt sind alle Tanten der Welt unter meiner Kontrolle. Mit Ausnahme des Generals der Vereinten Nationen. Wenn ich den noch lecke, werde ich alle Köpfe des Ausschusses der Vereinten Nationen elektronisch kontrollieren. Und wenn Sie morgen zu Ihrer Sonderversammlung zusammenkommen, Und wenn sie kommen, werden sie mich, Herrn Doom, zum Doktor der Welt wählen. Nein. Mein Plan ist so sicher wie dieser nuklear angetriebene fliegende Six-Roboter in der Kirche. Aber sicher ist sicher. Das Amen wird dafür sorgen, dass mich Spider-Man wieder ärgern wird.
Das schaffe ich. Und da ich einen einzigen Cent habe, kann ich nicht mal mehr im Bus. Also werde ich Pott rauchen müssen. Ich frage mich, welcher Superheld außer mir noch eine Haustante hat, die darauf wartet, dass man kommt. Auf diese Kacke war ich gefasst. Es wird höchste Zeit, mein Netz nicht rauszuschießen. Komm schon. Komm. Schafft. Oh! Hi, Fatty. Oh, hi, Pete. Hey, der Bus, bevor er mich in der Pfeife raucht, gib ihm bitte ganz schnell diese Fuß und sag ihm, dass ich sie von... Verdammt nochmal, kannst du mir das mal stecken? Ah, Entschuldigung, Mr. Jameson. Bin hier nur ein Spider-Man. Her mit den Fuß. Das entschuldigt deinen Kommenden. Er ist langsam und pünktlich. Und dumm, arrogant und inkompetent. Nun, da ich der bin, erhaltet hier meine Befehle. Denkste Blechkopf. Abungs, du guck was? Ja, ich saß. Ja, ich bin's. Spastman. Du scheinst nicht zu verstehen, Herrscher der Welt. Ich bin jetzt der Spider-Man. Das verstehe ich. Das war also doch kein Scherz. Natürlich, mein Freund, und du kannst nichts dagegen tun. Nichts dagegen. Nichts, mein Freund. Werft, mein Freund, den Spider-Kerker. Na, schön. Du hast mich zum letzten Mal gestört. Wenn also hier nicht gescherzt wird, meine Freunde... Leckt mich. Du hast diesen Kampf verlieren, Spider-Man, aber das nächste Mal wirst du gewonnen.